Herzlich willkommen hier bei businessgadgets.net. Mein Name ist Tillmann und heute zeige ich euch ein paar PC-Lautsprecher aus dem Hause Teufel. Es handelt sich hierbei um die Concept B20 MK2. Die bietet Teufel in zwei Farben an, einmal in weiß, einmal in schwarz. Wir haben sie hier in weiß. Die Verpackung an sich sehr unspektakulär. Es ist ein simpler Karton mit ein paar Aufschriften. Ich habe hier schon mal den Klebestreifen durchgeschnitten und dann schauen wir mal direkt an, was wir hier in der Verpackung haben. Machen wir zunächst einmal gemeinsam den kleinen Zubehörkarton auf. Da, wie nicht anders zu erwarten, befindet sich das Netzteil für die Lautsprecher drin. Mit einem schönen langen Kabel, dass man auch weiter entfernte Steckdosen erreichen kann, ohne gleich eine Verlängerung benutzen zu müssen. Dann gucken wir mal weiter. Wir haben hier die Lautsprecherabdeckung. Man kann sie jetzt montieren, wenn man möchte. Man muss es nicht. Muss man für sich selber entscheiden, was einem dann besser gefällt. Diese sind in schwarz gehalten, hier mit dem Teufel-Logo. Hier haben wir schon den Ausschnitt für den Tiefmitteltöner und für den Hochtöner. Das Ganze ist ein bisschen farblich abgesetzt, dass man hier den Lautsprecher durchschimmern sieht und den Rest dann verdeckt. Lege ich die Abdeckung auch einmal an die Seite und dann gucken wir mal weiter uns den Kartoninhalt an. Ich stelle einmal kurz die Lautsprecher an die Seite, dann gucken wir noch kurz, was wir hier in der Verpackung sonst noch haben. Eine Kurzanleitung mit Garantieinformationen mache ich jetzt nicht auf. Und dann gucken wir uns mal den ersten Lautsprecher gemeinsam an. Farblich das Gehäuse in weiß, die Vorderseite in einem schönen Rot gehalten. Gucken wir mal, wie das mit den Abdeckungen aussieht. Die steckt man hier einfach drauf. Man kann das Ganze dann auch so haben oder wie gesagt auch ohne Abdeckung. Dann den linken Lautsprecher. Ist ein bisschen schade, dass das Kabel fest verbunden ist, falls einem die Länge nicht ausreichen sollte, dass man hier keine Möglichkeit hat, das Ganze zu verlängern. Man ist hier einfach von der Entfernung der Lautsprecher an die Länge dieses Kabels gebunden, weil das Ganze hier auch ein, warten wir mal kurz, bis der Fokus sich scharf stellt, ein proprietärer Anschluss ist. Wie ihr hier sehen könnt, bei dem linken Modell sind keine Möglichkeiten, die Lautstärke zu regeln. Das befindet sich auch ebenfalls an dem rechten, der mit Strom versorgt wird. Wir haben hier einmal die Volume. Man kann den Ton verändern. Man kann hier ein Handy anschließen, wenn man beispielsweise von seinem Smartphone Musik wiedergeben möchte oder von einem anderen Audiogerät. Oder wenn man jetzt auf der Rückseite das Mikrofon reingeführt hat, dass man hier ein Mikrofon anschließen kann. Das soll es auch an dieser Stelle zum Unboxing der Teufel B20 MK2 gewesen sein. Hat euch dieses Video gefallen, dann gebt dem Ganzen einen Daumen hoch und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert auch diesen Kanal.